Danke, Freunde. Willkommen zu einer weiteren Runde von The Ultimate Tinkers Tools mit mir, dem Timo. Guten Tag. In der letzten Folge haben wir unser Haus fertig gebaut und sind jetzt eigentlich nur noch dann erstmal noch eine Toolstation hier neu zu bauen mit Eisenblöcken, weil die mit den Osmiumblöcken total verwackt ist und halt einfach nur die oberste Teil da ist. Deswegen wir auch nochmal übrigens drei weitere Sear Twigs brauchen. Das heißt, Cobblestone brauchen wir und zwar 3x4, das ist 12. Stück, um Searstone gießen zu können. Ne? So. Gut, jetzt haben wir zwei Blocks, ein Ingot. Gut, das Ingot haben wir damit erklärt. Das Wasser ist eigentlich jetzt noch Pulverseilung gehabt, aber naja. Naja. Weil das können wir dann eigentlich auch mal kurz noch einschmelzen. Die ganzen Pulver-Sachen können wir dann noch kurz einschmelzen, dann haben wir die auch weg. Aber eins nach dem anderen nicht, dass wir dann doch noch ein Alloy bekommen, was ich nicht will. Ne. Logischerweise ein bisschen zum Abkühlen. Gut, dann kommen wir zu Tin, was relativ schnell vonstatten geht. Ne? Dann haben wir jetzt hier 6 Ingots von Tin. Das gießen wir mal kurz raus. So, Dille. Perfekt, dann haben wir jetzt hier noch 2 Copper. Würde mich mal kurz interessieren und Copper erläutert zusammen mit Nickel und Silber und Eisen und Tin. Ja, also das wäre doof gewesen, ne? Da hätten wir was Bronze bekommen. Aluminium, Boas, Bronze. Ja, genau. Gut. 2 Ingots von Copper. Und dann haben wir ja schon, Gold wird gerade noch durchgeschmolzen. Ne, ich kümmere mich mal kurz um auch noch eine neue Toolstation, weil die eine ist ja für unterwegs. Dann hat dieser eine Crafting Table dann auch noch einen Zweck. Ja. In der Hoffnung, dass die dann nicht verwackt ist. Perfekt. Perfekto Mundo. Ja, da haben wir jetzt hier ein Goldingot noch, genau. Und Bingo Ingo. So, da hatte ich Gold jetzt hier drüben. Ne, Gold hatte ich hier drüben rein. So. Genau, dann haben wir jetzt hier den Metalloric Infuser. Ne? Erstmal würde ich gerne noch die ganz, das,
Die Solarpanels aufs Dach bauen. Ne? Genau, wobei ich sage, so dumm, die haben schön viel Energie gesammelt. Genau, und da brauche ich natürlich noch eine Stromleitung. Da können wir jetzt gucken, entweder das Mechanismus, ich weiß es nicht, Energy. Zum einen könnten wir natürlich eine Redstone-Flux-Duct oder eine Leadstone-Flux-Duct nehmen. Oder wir gucken mal, was haben wir denn für Cable. Beziehungsweise Add-Mechanism. Das wären ja Basic Universal Cable Capacity. Die brauchen Steel. Ach nee, die brauchen Steel. Ja, damit haben wir das schon mal abgeschlossen, ne? Wir könnten auch Conduits machen, aber die Conduits wären jetzt, glaube ich, noch zu kompliziert für den Anfang, wenn wir jetzt hier ein Energy Conduit nehmen, ne? Da brauchen wir Conductive Iron, das müssen wir schon erläutert haben, ne? Das ist ja auch nichts. Das heißt, ich glaube, wir nehmen tatsächlich erstmal die ganz klassischen, ja. Leadstone Flux Duct. Ne. Die sind natürlich hier doch immer nur ein Glas, weil Lead und Redstone, ne? Harten Fluxduct wäre dann mit schon Invar, ja, wäre schon, ne? Wir können und Cryo-Stabilized Fluxduct, die sind doch viel zu weit weg, ne? Ich sag nur, die kosten Elektrum und Fused Quartz. Also beziehungsweise harten Glas. Und Redstone, also ein Fluxduct, nur so ein Fluxduct, also ein Signal und Fluxduct. Ne, also wir bleiben bei der ganz normalen Leadstone Fluxduct. Die sollte für den Anfang an völlig ausreichend sein. Die macht 1000 RF pro Tick mehr, als wir gebrauchen können. Ich weiß nicht, Glas und Lead haben wir halt nicht, ne? Osmium, genau, wir müssen ein bisschen Lead klein schmelzen. Wir haben 6 Stück. Ich nehme, mache einfach mal alles. Genau, ich würde mich aber eigentlich auch schon mal um eine automatische, so dass wir das dann nicht immer gießen müssen, dann gleich kümmern, wenn wir die ersten Sachen haben. Ne? Das heißt, wir brauchen ein Mechanism, die ganzen Sachen. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwas pulverweisen will, ne? Sagen wir mal, ich will pulverized Osmium. Das könnte, also abgesehen hiervon, das, ne? Könnten wir kurz hier winken? Ja, das wird. Ne? Enrichment Chamber könnten wir dafür benutzen. Und Quascha nicht. Also eine Enrichment Chamber. Ne? Quascha von Extra Utilities oder eine Segmel. Eine Segmel ist noch zu weit entfernt. Beziehungsweise die Standard Ginkle, also die Basic. Geht, glaube ich, sogar noch. Chipping Machine. Na gut, Grand Infinity. Ich habe nichts gesagt. Enrichment Chamber. Der wäre, aber nee, da brauchen wir schon Basic. Control Situator, da brauchen wir. Wobei, einen Infuser haben wir schon. Aber das. Beziehungsweise, ah doch, wir haben ja schon einen Quatsch, den können wir eigentlich weiterverwenden. Das ist ja nicht das Problem, so dass wir dann nur noch ein Redstone Furnace brauchen. Ne? Wodurch wird das Zeug hier oben, also wenn wir das abbauen, ich lasse es erstmal so stehen, weil wenn wir das abbauen, ist es weg. Also ein Quascher haben wir ja schon. Genau, das ist also kein Problem. Genau. Nee, nicht den Infuser. Den Quascher. Quascher, den haben wir damit hier, ne? Dann brauchen wir nur noch einen Furnace. Einen Redstone Furnace, hätte ich jetzt halt gesagt, ne? Was ist das denn? Supremio, ja. Ne, da hätten wir zum einen so außer den hier den Furnace, der wäre einfach Bricks, ne?
den Reusable Furnace, aber der ist, da brauchen wir schon Plastik, das ist zu viel. Was ist das? Das ist ein Powered Furnace. Brauche ich mehr Inori, Basic Coil, das ist halt das, ne? Oder ein Redstone Furnace von Thermal Expansion. Sag mal hallo. Ah ne, Moment, doch haben wir schon. Da brauchen wir eine Machine für, da bräuchten wir einen, na gut, ein Tin Gear. Ne? Tin Gear wäre aus 4 Tin. Oder halt Casting aus 4 Tin. Anders bekommen wir hier halt immer nur 4 Tin, anders geht das nicht. Ne, Nether Furnace? Okay. Cinder Furnace, keine Ahnung. Ultimate Furnace, ja, der ist eh der oberste Boss. Redstone, Tungsten, Coal, Gold, Bricks, Copper. Ist halt die Frage, was billiger? Der Furnace von Nexo Utilities hat halt, ja, Bricks möchte ich ja nicht unbedingt eigentlich ausgeben, ne? Das ist ja dann, wie gesagt, so weit entfernt. Und den Powered Furnace hätten wir halt noch, da bräuchten wir nur Eisen, einen Casing, was wir ja auch noch haben. Nori, Basic Coil, wobei, nee, Redstone, ja. Also, Redstone hier wär, ist zwar vielleicht kein Problem, aber nee. Ach, wir bleiben einfach beim guten alten, beziehungsweise den halt. Oh, das ist so. Schon irgendwo was gespawnt? Ich hoffe ja nicht. Sieht mir nicht danach aus. Puh, Glück gehabt. Ja. Denn das heißt, den setzen wir noch eins nach unten. Dann das hier. Dann machen wir halt einen Redstone Furnace, ne? Das heißt, ich brauche erstmal Bricks. Ich habe ja noch Clay, nehme ich an. Clay. Clay, brauche aber zwei, ne? Haben wir hier. Geht das? Ne, muss abbauen. Naja. Mist. Das wollte ich jetzt nicht. Genau, so ein Depp. Ne? Ne, genau. Das heißt, die werden auch erstmal noch kurz durchgebraten. Ne? Und die können wir kurz nochmal einen neuen Kleeblock von da unten. Dankeschön. Hier mache ich auch noch kurz was. Perfekt. So, tudum, tudum, tudum. So. Stimmen. Hier nochmal so, ne? So. Dann mal schon mal das. Dann brauche ich halt noch Copper Gears, Redstone, Redstone, ja, also ja, Redstone brauche ich. Ich brauche Gold und Copper. Copper habe ich hier, 1, 2, 3, 4, 8. Ne, also halt, wie gesagt, 1, 2, 3, 4, ne. Copper hier. Brauchen wir, da brauche ich eine Redstone Transmission Coil. Und hierfür fehlt mir dann noch Glas. 1, 2, 3, 4. Und ein Tin Gear. Was aber auch kein Problem ist an der Stelle. Machine Frame Redstone kann ich eigentlich sogar wieder reinlegen, weil, ne?
Dann haben wir jetzt hier. Genau. Bricks. So, bum, bum, bum. Gut, da haben wir jetzt hier auch schon Redstone Furnace. Den können wir wieder abbauen. Und hier reinigen. Dann machen wir, den machen wir mal dahin. Dann, was brauchen wir noch? Genau, eine Chest wollte ich noch. Chest wollte ich noch, damit wir hier das haben. Site-Config. Genau. Configuration. Machen wir hier Input und hier Output. Genau. Perfekt. Und hier geht das dann hoffentlich, ne? Dann brauchen wir halt noch die, wie gesagt, die letzte Runde Flux-Ducks. Der letzte sollte inzwischen durchgeschmolzen sein. Ein Block, drei Ingots. Perfekt, Domindo. Perfekt, dann haben wir das LED und dann müssten wir die Flux-Ducts eigentlich schon Flux-Duct mit einem Glas schon hinbekommen, ne? Den Teil dann jetzt noch nicht irgendwie so bum bum, ne? Aber ja. Abgesehen davon brauche ich noch eine Ladung. Ne? Muss halt nochmal hoch. Und ich bin schon wieder über der Zeit. Ey, was ist das denn? Genau. Ah, ich brauche noch eine. Wollt ihr mich hier gerade verarschen? So. Genau. Hier ist das schon, dann machen wir jetzt hier die Dings, 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 Bummens, ne? So, ne? Und dann sollten die hier auch alle Energie haben. 8000. Perfekto. Mundo, do. Ne? So. Dann haben wir jetzt hier auch noch, haben wir jetzt hier eine automatische Erzverarbeitung und wir können erstmal ein paar Erze kleinkloppen. Ich fange einfach mal mit Kupfer an. Und das wird hoffentlich auch automatisch rausgezogen. Nein? Das ist doof. Ne? Das heißt, ich brauche doch noch einen Hopper. Ja. 1, 2. Happy. Eisen fehlt. Oh. Wie viel Eisen fehlt? Das ist eigentlich ein Blazehopper. Also, kann natürlich auch ein Wunderwall nehmen, ne?
Ja gut, nehmen wir ohne Arbeiter, Leute. Ja, das sollte reichen, weil so schnell müssen wir. Weil der kommt ja gar nicht so schnell hinterher derzeit. Der legt jetzt automatisch hier rein. Bingo Ingo. Und energietechnisch funktioniert das auch alles prima. Dann bedanke ich mich für diese, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Bis denn. Ups, haut rein. Tschüss.